Hallo auch zusammen, auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Hangout zum Thema OER. Unserem heutigen Hangout geht eine sehr spannende Delegationsreise voraus, die unsere beiden Speaker, Markus und Paulina, die auch gleich übernehmen werden, letztes Jahr im November zur TU Delft in die Niederlande unternommen haben. Ich möchte ganz kurz einen Moment was zum Konzept der Delegationsreisen verraten, damit ihr das auch ein bisschen einordnen könnt. Genau, neben der deutschen Community hat das Hochschulforum Digitalisierung einfach auch den internationalen Blick im Fokus. Was sind die aktuellen Entwicklungen im Ausland? Was sind Good Practices, die es vielleicht hier nach Deutschland auch zu transportieren gilt? Wo können deutsche Hochschulen auch vom Ausland lernen und vice versa? Aus dem Grund haben wir uns entschieden, 5 Delegationsreisen finanziell zu fördern zu strategisch relevanten Themen im Bereich der digitalen Transformation im Hochschulwesen. 5 Teams haben den Zuschlag bekommen. Ein Thema war die Campusgestaltung oder die Neugestaltung eines Learning Centers. Das zweite Thema war zum Thema OER, Open Educational Resources, wofür wir uns heute treffen. Weitere Themen waren die Studierendenbeteiligung, Students as a Partners Ansatz. Ein weiteres Thema die Future Skills und zu guter Letzt etwas zum Thema Hybrid Learning. Genau, pro Delegationsmitglied hat das Hochschulforum Digitalisierung 1.000 Euro gefördert, damit die Reisen im Ausland, die Reisekosten, alles abgedeckt werden konnten. Die Gestaltung der Reise lag dabei bei den Delegationsteams. Genau, wir für alle, die es interessiert, wir werden wieder eine weitere Delegationsförderrunde bekannt geben, die sich im Jahr 2024-25 dann abbildet. Solltet ihr Interesse haben, euch da vielleicht zukünftig auch schon aufzustellen, für die nächste Förderrunde zu interessieren, wendet euch gerne an Stefania Velasquez oder mich, vielleicht nach der Sitzung hier oder nach der Diskussionsrunde. Wir stehen euch da gerne für Fragen zur Verfügung. Genau, dann würde ich an dich, Markus, übergeben und wünsche uns allen viel Spaß bei diesem Hangout heute Nachmittag. Ja, vielen Dank auch von mir, Markus Daimann, gerne Markus. Ein herzliches Hallo. Ich bin nicht alleine hier, sondern die Paulina. Magst du auch kurz Hallo sagen, dass man mal deine Stimme hört? Ja, hallo. Markus, vielleicht kannst du einfach eine Seite weiterblättern, dann können wir schon starten, Genau, oder? auf der war ich schon, weil ich versehentlich jemanden aus dem Wartebereich reinlassen wollte und deswegen bin ich schon. Aber dafür haben wir, genau, damit ihr seht, wer wir sind, hier die Kerndaten. Wir hatten uns eben auf diesen spannenden Call beworben mit dem Fokus auf Open Education oder Open Educational Resources. Das ist beruflich bedingt bei mir, weil ich die Geschäftsstelle leite von Orca NRW. Das ist ein sogenanntes Landesportal aus Nordrhein-Westfalen. Orca steht für Open Resource Campus. Da steht Open drin und Resources drin und da geht es eben darum, Hochschulen in NRW, aber auch darüber hinaus mit offenen Bildungsmaterialien zu versorgen. Bei dir, Paulina, gibt es ja auch einen beruflichen Connex zu OER. Genau. Ich leite die Geschäftsstelle der gemeinsamen Servicestelle des Hessen Hub, des Netzwerks für digitale Transformation in Hessen. Genau, und koordiniere das Netzwerk auch. Und einer unserer Schwerpunkte ist eben auch Material und Open Educational Resources. Wir haben auch ein eigens aufgesetztes Referatorium, den OER-Späti. Ich habe auch gerade schon gesehen, dass einige Personen aus Hessen auch anwesend sind. Das freut mich total. Und genau, ich bin jetzt total gespannt auf den Austausch. Falls ihr Fragen nach Hessen habt, könnt ihr mich immer gerne kontaktieren. Super, dann was wir jetzt vorhaben, wir machen einen kleinen Input, also wollen natürlich einen Einblick geben in diese Reise an die TU Delft in den Niederlanden, dann auch ein paar Schlussfolgerungen ziehen aus unserer Sicht für die deutsche Community hier, die heute Nachmittag versammelt ist und dann soll natürlich auch noch Platz für Diskussionen sein. Dafür haben wir so bis 16 Uhr vorgesehen. Und damit wir uns auch, also wir machen jetzt keine klassische Vorstellungsrunde, aber dass wir uns etwas besser kennenlernen oder überhaupt wissen, das ist ja immer für uns spannend gewesen, wer ist denn jetzt überhaupt dabei, würden wir alle bitten, die jetzt hier dabei sind, in den Chat zu gucken, auch mit ihrer Maus auf den Link zu klicken und die Mentimeter-Umfrage zu beantworten.
Ich würde das auch live teilen. Ich würde dazu erstmal hier wieder stoppen an der Stelle und ein Fenster wechseln, um Ich habe ja. den Link gerade im Chat geteilt für alle, die sich jetzt fragen, wie sie auf den Link klicken sollen. Genau, geht einfach in den Chat und klickt da auf den Link. Oh, das ist ja total spannend. Wir haben hier eine. Also dazu jemand, es kam noch was dazu, aber so eine Gleichverteilung eben noch gehabt zwischen Lehre, Forschung, Verwaltung, Third Space. Wenn wir jemanden vergessen haben, ich wollte jetzt nichts Sonstiges schreiben, das klingt immer so abwertend. Ich hoffe aber, jeder findet sich da wieder. Dann gibt es noch die zweite Frage, ist auch schon beantwortet, sehr gut. Dass doch einige schon häufig, also es verteilt sich eigentlich genau die Hälfte, fünf sagen häufig, ich habe dir so das mit nur einer Viererskala und fünf sagen eher weniger und überhaupt nicht. Das spiegelt, glaube ich, ganz gut auch so die Entwicklung in Deutschland wider, was dieses Thema betrifft. Wir versuchen es ja auch nicht so, also für alle Zielgruppen zu öffnen, also jetzt nicht nur für Fortgeschrittene. Deswegen nutzt auch gerne den Chat weiterhin für Fragen. Die Kolleginnen vom HFD werden den Chat auch im Blick behalten und dass wir da am Ende auch die Fragen alle beantworten können. Und genau, die berühmt-berüchtigte Wortwolke, die darf in keiner Veranstaltung fehlen, haben wir jetzt auch, finde ich immer spannend. Was einem so als erstes in den Sinn kommt, so freies Assoziieren. Teilhabe, Partizipation, auch Zeitersparnis, Weiterbildung für alle, Lifelong Learning, Zugänglichkeit. Das sind alles große Themen, die wir auch im Blick haben, also in unseren jeweiligen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen, aber auch andere in Deutschland. Und da soll jetzt auch die folgende Präsentation dienen, so eine Inspiration zu schaffen oder auch aus dem Nachbarland zu lernen. Vielen, vielen Dank schon mal für die Teilnahme. Ich würde jetzt diesen Bildschirm wieder beenden und wieder zum anderen zurückgehen, damit auch alle wieder was sehen. Und dann ich mal wieder rein. So, also wir haben gesehen, warum ihr teilnehmt. Und jetzt geht's, warum haben wir das überhaupt gemacht? Also die Bewerbung richtet sich ja an kleine Gruppen, die irgendwo hinfahren wollen. Und dieses Irgendwohin muss man ja begründen. Und das haben wir uns dann für die TU Delft entschieden, weil wir eben so dieses Thema Öffnung der Bildung, Open Education auf dem Schirm hatten. Und da ist so aus unserer Sicht die TU Delft ein absoluter Vorreiter. In Europa, wahrscheinlich auch weltweit. Das zeigen wir gleich auch nochmal genauer. Und das hat es sich da einfach angeboten. Da hinzufahren ist jetzt auch nicht zu weit weg. Es ist nicht USA oder Australien, sondern im benachbarten europäischen Ausland. Die haben eben seit fast jetzt 20 Jahren oder 18 Jahren, seit 2007, Erfahrung gemacht und da ja, sehr viel Expertise aufgebaut, die wir dann auch euch mitgeben wollen oder das versuchen zu veranschaulichen. Und insgesamt, warum machen wir das? Das hatten sie uns dann auch mal vorangestellt, ist Zugang zu Wissen verbessern. Also es ist immer so eine Verpflichtung auch der Hochschulen an die Gesellschaft, was zurückzugeben, Qualitätsimpulse zu setzen. Also ähnlich wie es Paulina bei der Vorstellung gesagt hat, Transformation, OER oder Openness ist kein Selbstzweck, sondern immer Mittel zum Zweck. Neue Zielgruppen zu erschließen, den Menschen Zugang zu Wissen zu verschaffen, die Qualität der Lehre zu verbessern. Und auch gesellschaftlichen Zusammenhalt ist ja ein aktuell wichtiges Thema, den zu stärken. Und die machen das eben sehr strategisch in Delft und sehr systematisch. Deswegen hatten wir hier auch nochmal die zentralen Dokumente verlinkt. Das ist einmal die sogenannte OER Policy und einmal der Strategic Plan Open Science. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Das sind diese Dokumente. Also einmal geht es um die Lehre bei diesem OER, bei dieser OER-Policy und einmal um Forschung bei dem Open Science Strategic Plan.
Und die, also das ist der eine Schwerpunkt, und das andere ist, die haben da natürlich bestimmte Anreizsysteme, ne? Weil die Frage kommt ja auch immer, warum sollte ich meine Materialien, ob jetzt in der Forschung oder Lehre, teilen? Was habe ich davon? Und um diesen Sprung ins kalte Wasser für viele zu erleichtern, gibt es eben Anreizsysteme. Das ist einmal bei denen, die das sogenannte Open Textbook Publishing, also ein selbst gehosteter Service, wo man Lehrbücher, auch interaktive Lehrbücher, schreiben, veröffentlichen kann, die unterstützt werden durch ein Team der TU Delft. Das heißt, man hat als Autor, Autorin Reputationsgewinn und Unterstützung, Support. Und es gibt, da gehen wir auch nochmal genauer drauf ein, dann für die Lehre diesen Open Education Stimulus Fund, also wo es auch Geld gibt, um Menschen, Lehrende dazu bewegen, die Materialien oder Konzepte und Ideen zu teilen. Und ich würde, oder Warte noch mal Pauline, kurz, Markus. Ich würde ganz ja. gerne noch hinzufügen, dass, Ja. also du hattest ja vorhin gesagt, warum wir da hingefahren sind. Und ein wichtiger Punkt, der ja vielleicht für euch auch interessant ist, ist aber natürlich auch, dass wir vorher bereits, oder Markus, du hattest ja bereits Kontakte zu Willem van Valkenburg, also der Person, die da das Zentrum leitet. In einem anderen Kontext natürlich, aber da stand, also hatten wir quasi schon so ein bisschen so eine Tür im Fuß, in eine Fuß im Tür. Meine ich, um da irgendwie anzuknüpfen. Genau, ich glaube, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu Ja, wissen. danke für die Ergänzung. Genau, ich bin ja auch schon seit längerer Zeit in dem Open-Kontext unterwegs und gehe da auf Konferenzen, und dann trifft man eben Menschen aus Delft. Man kommt gar nicht drum herum, sie nicht zu treffen, weil sie eben so umtriebig sind. Und deswegen gab es da schon den persönlichen Kontakt, was uns die Reise natürlich sehr erleichtert hat. Der Hintergrund, da gehe ich natürlich jetzt nicht alles durch, aber man sieht, es ist ein langer Weg. Schon, oder der jetzt auch hier nur bis 2017 geht, aber das war eben so aus einer Präsentation, die sie uns geteilt haben, herausgeschnitten. Die haben 2007 schon angefangen mit kleinen Projekten, weil damals so eine erste Welle war, dieses sogenannte Open Courseware, was ja so 2001 oder 2002 losging vom MIT in den USA, die gesagt haben, es war damals sehr revolutionär oder kontraproduktiv oder kontraintuitiv, wo man gedachte, man muss jetzt seine Assets verkaufen, so in dieser Dotcom-Blase, seine digitalen Assets, und Online-Universitäten gründen. Haben die gesagt, nein, Inhalte, Content ist frei, kann jeder machen mit was er will. Also sehr verkürzt gesagt. Und da ist jetzt eine weltweite Bewegung entstanden, und die Niederlande und insbesondere TU Delft haben sich da sehr frühzeitig, sehr strategisch mit beschäftigt. Also sowas wie iTunes U haben sie gestartet, als es das noch gab, gibt es mittlerweile auch nicht mehr, ne? Die Älteren werden sich erinnern, so ein Podcast-Dienst, und waren dann auch in den Gremien unterwegs. Also es gibt dann dieses OCW, Open Courseware Consortium, waren da im Vorstand. Und haben da auch früh angefangen. Also hier steht auch zum Beispiel 2012 First Open Education Week. Das ist so eine jährliche Reihe, immer im März, weltweit, wo man mitmachen kann. Und da haben die sich einfach immer dran angeschlossen und haben auch die jeweiligen Entwicklungen mitgemacht. Da gab es ja dann irgendwann die MOOCs, also Massive Open Online Courses. Das haben sie dann auch gemacht. Das steht dann hier noch, glaube ich, 2013. Also soll einfach zeigen, wie vielfältig das ist, und auch viele Anreizsysteme, also Awards. Das ist dann hier mit diesen Pokalen dargestellt, ab 2012 auch schon, haben sie das also auf verschiedenen Ebenen einfach gemacht, mit Leitdokumenten, mit Anreizsystemen, mit Incentives, einfach eine tief und umfassende Beschäftigung der TU Delft zu dem Thema. Genau, was haben wir konkret gemacht? Wir waren ja 3 Tage dort, wobei dann noch An- und Abreise mit dabei war. Aber der Haupttag für uns war dieser sogenannte Open Education Day. Das hat sich auch ganz gut ergeben, weil wir hatten ja mal eine Anfrage gestellt, ob wir kommen dürfen. Da hieß es ja, aber nur dann und dann, weil wir da sowieso so eine Erasmus Exchange Week machen.
Und dann hat man erstmal nichts gehört. Da kam irgendwann nochmal eine Mail. Ja, wir machen jetzt während dieser Erasmus Exchange Week Ende November einen Open Education Day. Und wir haben dann dort rausgefunden, dass sie den nur wegen uns gemacht haben. Also weil, das ist jetzt so ein bisschen innerpolitisch, der TU Delft, da gab, also wie es an vielen Hochschulen nicht unüblich, gibt es da auch so ein paar Kämpfe und Konflikte, aber es soll nicht unser Thema sein. Jedenfalls haben die das erkannt, dass es wichtig ist, dieses Thema Open Education zu beleuchten und haben dann über das ist so ein Pendant zum HFD in den Niederlanden, das heißt SURF, und dort haben sie die Veranstaltung auch beworben, also diesen Open Education Day, der dann Ende November stattgefunden hat. Das heißt, an diesem Tag waren auch Kolleginnen und Kollegen aus Amsterdam, Rotterdam und so weiter dabei. Also nicht nur von der TU Delft. Es war ein kleiner Kreis, weil die sehr kurzfristig beworben haben, aber die haben es gemacht und einige Leute haben sich dann angemeldet und sind dann von Rotterdam nach Delft gefahren. Niederlande ist ja ein kleines Land, das heißt, das ging, das geht dann gut. Und da waren wir dann eine illustre Runde und es gab sehr viele Inputs zu den Schwerpunktthemen Open Science, Open Textbook, MOOCs, Open Photobank und so weiter. Ne? Also es war wahnsinnig inputlastig an dem einen Tag. Und ich würde ganz kurz noch mal eins weitergehen. Genau, wir haben dann noch mal an dem nächsten Tag Follow-up-Gespräche geführt und auch Interviews geführt, die wir aufgezeichnet haben, die wir euch auch gerne zeigen. Aber Paulina, magst du noch mal was ergänzen? Zu Ja, kannst du noch mal eine Folie zurückgehen? Danke. Ich fand es da auch noch ganz interessant, dass unter den Gästen von diesem Open Education Day zum Beispiel, also von unterschiedlichen Universitäten, aber beispielsweise auch Leute von der Bundeswehr und so waren. Also ich meine, wenn man darüber nachdenkt, ist es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, aber mir begegnen die hier selten im Also die Bildungs. niederländische Bundeswehr, ne? Genau. Danke, ja. Also mir begegnen die hier selten im Bildungswesen und ich fand es einfach spannend. Und es war auf jeden Fall auch einfach ein ziemlich guter Ort, um dann nochmal weiter Vernetzungen zu knüpfen. Eben, also Markus hat ja eben gerade diese anderen Städte nochmal erwähnt. Und was auch noch wichtig ist, finde ich, als Hintergrund, ist, dass halt dort sehr häufig von Open Education gesprochen wird, aber weniger jetzt zum Beispiel von Open Education, keine Ahnung, Resources oder so. Also ich habe das Gefühl, dass es, dass so der Einstieg in das Thema sehr viel niedrigschwelliger gestaltet wird und viel mehr Leute damit auch etwas anfangen können, weil es ja sonst in diesem ganzen OE Open Education System, zumindest in Deutschland, wenn man jetzt zum Beispiel zum OER Camp geht oder das war ja jetzt gerade erst im März, dann hat man es erstmal ganz schön schwer einzusteigen, weil man einfach ziemlich viele Begriffe nicht kennt. Und ich habe das Gefühl, die haben das einfach geschafft, das sehr niedrigschwellig umzusetzen dort. Genau, und wir haben jetzt hier gelb markiert, Open Education Award. Das war auch mit der Anlass, weil ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass die jährlich einen sogenannten Open Education Ambassador Award vergeben. Und was das ist, dazu haben wir jetzt so ein kleines Video, das dauert nur 2 Minuten. Da kann der Willem van Walkenburg das viel besser erklären als ich. Da würde ich jetzt kurz unterbrechen und gleich wieder teilen, weil ich es im Parallel schon mal hier ist es genau. Ich muss gleich wieder teilen und dann gucken wir uns das Video gemeinsam an. Das ist jetzt auf Englisch, aber ich glaube, man kommt da doch trotzdem gut mit. Sonst beantworten wir da gerne nochmal Fragen. Okay, Willem, hi. Nice to meet you here at TU Delft. Can you tell us a little bit about the Open Education Ambassador Award? Yes, we noticed that a lot of teachers don't get recognition for their open education activities, and we find it important. So that's why we took the initiative to organize the Open Education Ambassador Award. So we award teachers that are really taking extra step, showing and also really be part of the community, but also showing it to their colleagues about what is open education. And we asked the faculty, our faculty coordinators, to nominate different persons, and we hand an award to every faculty one award. So that's and that helps to suppress the knowledge about open education and yeah, put them in a position, and it helps their career. They get recognition for their activities, so they will be proud
And so that helps the adoption of open education. And when did you first start with this initiative? I think it was two or three years ago. So there has been kind of a tradition? Yep. Yeah, it's been done at least twice, so it's a tradition. And you have additional extra budget for this award? It doesn't cost much of what we organize the small events, and we have a nice award, physical award. So it's only a couple of hundred euros that are cost. So that's not, but the impact it has, it's much bigger. No, it's a quick win, I always say. The nomination comes from the faculty, so there's no board who decides who is going to be awarded. Well, officially, there's a board, and that's the management team of the exchange school. But we usually only get one nomination per faculty, so normally we don't have to do a lot of things. Yeah. All right, thank you. Very super. Thank you, Mark. Thank you. You're welcome. So, das war jetzt das Video. Jetzt würde ich mal, sieht man jetzt mein Bildschirm noch? Ja, oder? Das ist die Präsentation. Sehr gut, dann. Genau, also zwei Aspekte. Einmal Recognition. Ist da das zentrale Ziel, also der Lehre, Sichtbarkeit, Wertschätzung, Wahrnehmung zu geben? Und das andere ist, das ein Cost Match. Das, glaube ich, was Paulina, du auch gemeint hast, das sind niedrigschwellige Ansätze, die jetzt nicht so viel kosten, aber eine enorme Wirkung entfalten. Und da haben die jetzt einfach aus unserer Sicht ein gutes Vorgehen. Aus jeder Fakultät kommen da Vorschläge, da werden Menschen ausgewählt, die werden dann prämiert, die werden porträtiert mit Beiträgen auf der Webseite. Das ist einfach, also ist ein, wie er immer so schön sagt, ist eine Art des Dankeschön-Sagens. Ne? Also von, also er, der Kollege da aus den Niederlanden, der ist Direktor dieser Extension School, die dann auch in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Das ist so eine Support-Einrichtung, die sich um diese ganzen Open-Aktivitäten, die in TU Delft aufgebaut wurden, kümmern. Das hat er klein angefangen und ist dann immer größer geworden. Und da gibt es ein eigenes Team jetzt, was die haben, wo wir auch zu Gast waren. Genau, die anderen Videos, die würde ich jetzt nicht alle, dass wir noch Zeit zum Diskutieren haben, aber so der Ansatz vielleicht nochmal als in a nutshell. Open Education, wie ich auch schon gesagt habe, ist ein strategisches Instrument, den Zugang und die Qualität von Lehre zu verbessern. Warum sie das machen, da haben wir auch die Argumente genannt. Also es sind für Lernende geringere Kosten, was ja auch in Deutschland ein Thema ist. Also wir haben zwar keine Studiengebühren, aber es sind trotzdem Kosten, die anfallen. Die kann man dadurch absenken und man hat mehr Freiheit und Auswahlmöglichkeiten, indem man aus einem großen Pool, also bin ich jetzt wieder beim Content, bei OER, bei Ressourcen, kann man sich aus einem sehr großen Pool, der auch stetig wächst, bedienen und ist nicht mehr wie zu meiner Zeit noch, als es noch nicht so viel digital gab, auf ein Lehrbuch angewiesen, sondern kann auch natürlich YouTube oder Podcast nutzen, aber auch freie Materialien, weil wir leben ja nicht mehr im Gutenberg-Zeitalter, sondern in der digitalen Welt und da will man mit Bildungsmaterialien auch arbeiten, die verändern, die nachnutzen, die wieder verteilen. Und das ist so das Kernargument. Und für die Hochschule oder Institution ist es eben, neue Zielgruppen zu erschließen, also auch nicht traditionelle Studierende, lebenslang Lernende, die vielleicht Berührungsängste haben, weil sie nicht wissen, schaffe ich ein Studium, ist es nicht zu anspruchsvoll für mich, ich bin jetzt schon viele Jahre raus aus der Schule und lernentwöhnt. Und da kann man die Öffnung vorantreiben oder kann den Menschen zeigen, indem man Materialien zur Verfügung stellt, guckt euch das mal an, das ist doch nicht so wild oder ihr könnt euch damit auch selbstständig beschäftigen, die auch zum Teil sehr, sehr motiviert sind, sich da nochmal weiterzubilden. Und man kann eben auch neue, innovative Studienmodelle schaffen, indem man die bekannten Mechanismen etwas aufbricht und die Tradition beiseite legt und versucht, neue Wege zu bestreiten. Und hier haben wir jetzt einmal, das ist auch wieder so dieses Strategische, rausgezogen aus einer Präsentation, die wir dort gesehen haben.
Die Botschaft ist, wie ich auch drunter geschrieben habe, also wenn man einmal Material produziert, jetzt als OER kann man das, oder das machen die in Delft eben, in ganz unterschiedlichen Kanälen verschiedene Formate auf verschiedene Zielgruppen ausspielen. Ja, das hat halt unglaubliche Wirkung, weil man spart da wirklich Geld, das sieht man. Man muss nicht für jede Säule hier was produzieren. Also das geht von ganz frei, also links. Es sind der Ursprunggedanke war ja, dass der MIT gesagt hat, alle unsere Materialien, also auch Leselisten oder Curricula, Modulhandbücher, sind frei. Also Kursmaterialien. Und die streut man weltweit, die kann jeder nutzen, die sind aber nicht kreditierbar, also werden nicht begleitet, kann ich einfach machen, um mich selbstständig weiterzubilden, einfach mal reingucken. Dann gab es, das ist auch so chronologisch, dann gab es eben vor so 10 Jahren die MOOC-Welle, wo man Online-Kurse, also mit einem bestimmten Start- und Enddatum ins Netz gestellt hat, auch von sehr renommierten Einrichtungen, MIT oder Stanford und Harvard, und hat dann Leute sich einschreiben lassen. Die waren auch frei, man musste dann aber zahlen, wenn man so ein Zertifikat haben wollte. Aber dadurch konnten eben auch Menschen, die bisher nicht studiert haben, an der Hochschule studieren, und war für einige kann das dann so ein Einstieg sein. Und was sie jetzt neu machen, sind dieses Professional Education, das ist dann Paid Content oder Paid Enrollment, der Content ist frei, also nicht der Content wird bezahlt, sondern die Begleitung, die Betreuung, Zertifikate und so weiter. Und das geht dann hauptsächlich in den Bereich der Weiterbildung. Und dann gibt es noch Online-Kurse, die auch bezahlt sind, die dann kreditierbar sind, die für eine bestimmte Zielgruppe sind und die natürlich dann auch zu sowas wie für so einen Master-Abschluss führen. Ja, das sieht man ganz gut, die Bandbreite, wie Hochschulen, in dem Fall Delft, einmal produzierte Inhalte auf ganz verschiedenen Kanälen ausspielen können. Dann, genau, kommen wir direkt mal zu den Empfehlungen, dass wir eben das Thema Open Education in seiner strategischen Bedeutung hier auch in den Diskurs einspeisen wollen, mit eben so Ansatzpunkten wie neue Zielgruppen erschließen, ist auch ein Thema in Deutschland, weil die Zahlen, das habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, auch in Vorbereitung, da gibt es Prognosen, dass die Zahlen eher stagnieren bzw. rückläufig sind bis 2030. Und da kann man eben gucken, Hochschulleitung, wie kriege ich, weil die hängen ja, also gerade die öffentlichen hängen ja dann, hängt ja die Bezahlung auch davon ab, wie viele Studierende ich habe. Und dass man da guckt, wie kann ich neue Zielgruppen gewinnen und da die Öffnung vorantreiben, um den Leuten auch so die Hürden zu nehmen oder die Angst zu haben. Und OER, so wie es gerade auf der anderen Folie war, kann natürlich auch ein Modell sein, die Lehre zu flexibilisieren, also indem man das in kleinere Einheiten packt. Man muss nicht immer einen ganzen Bachelor durchlaufen oder einen Master, sondern kann, das nennt sich ja dann so Micro-Credentials, kann für Themen, was weiß ich, digitale Kompetenz, Future Skills und so weiter oder KI, könnte man ja Lehr- und Studienmodelle zusammenbauen auf OER-Basis, die dann mit Hochschulen zusammen kreditieren und hätte da auch eine Möglichkeit, schnell zu reagieren, auch auf veränderte Marktanforderungen oder gesellschaftliche Anforderungen, soll jetzt nicht so ökonomisch klingen. Und für uns eben auch wichtig war dieser Punkt Wertschätzung der Lehre und der Sichtbarkeit. Da versuchen wir jetzt selber, also bin ja mit Paulina in so einem Netzwerk der Landeseinrichtung, da überlegen wir auch, ob wir jetzt so einen German Open Education Award mal irgendwie auf die Beine stellen können. Also es gibt ja Landeslehrpreise, oder ihr in Hessen habt ihr auch, Paulina habt ihr auch einige Preise. Das wäre jetzt für uns so ein Link, ne, ein Ansatzpunkt. Und letzter Punkt wäre, es gibt ja so CAE-Rankings, das hatte ich mir auch mal angeguckt, das sind ja auch bestimmte Kriterien mit drin, wie ist Betreuungsrelation, welche Angebote habe ich als Studierender, also weil das ja, wir leben ja im Wettbewerb, das heißt, da könnte OER oder Openness ein Indikator sein, ne, indem man sagt, Hochschulen halten so und so viel OERs
zur Verfügung könnte immer perspektivisch in solche Indikatoren und in solche Rankings könnte das ein Gewicht haben. Paulina, ergänz gerne oder füg was Neues hinzu. Wir sind ja auch schon ein bisschen über der Zeit, von daher, ja, also genau, dann denke, genau, du hast es sehr gut zusammengefasst. Ja, danke. Also wollte es auch mal so auf eine These oder einen Satz zusammenbringen, auch so diese aktuelle gesellschaftliche Entwicklung nochmal reinbringen, also Stärkung der Demokratie, also Hochschulen als zentralen Akteur zu stärken oder erlebbar zu machen, indem sie sich eben öffnen, indem sie möglichst viele Menschen an Bildung teilhaben lassen. Darum, das wäre so das Große, also auf einer ganz hohen, auf einer Metaebene. Und wie man das macht, das haben wir uns dann im Detail, das wird das, glaube ich, alles so weit führen, in Niederlanden angeguckt. Aber wir wollen auch eine frohe Botschaft mitgeben oder eine hoffnungsmachende Botschaft. Es braucht nicht viel Geld, sondern eher den Mut und auch die Entschlossenheit, ne, da mal voranzugehen, auch zum Durchbrechen festgefahrener Strukturen und zur Eröffnung, ne? Also das ist ja auch ein großes Thema jetzt so Post-Corona. Wie sehen Lehr- und Lernräume aus? Ne? Da spielt ja Öffnung auch eine Rolle. Genau, wir haben noch umfangreich Medienpaket, also viele Fotos, Videos, die kann sich dann jeder angucken, um mal einen Eindruck zu bekommen. Und also, da würden wir jetzt, genau, sind wir knapp über eine halbe Stunde, ist, glaube ich, ganz gut, jetzt hier mal einen Cut zu machen. Dann würden wir jetzt den Ball rumdrehen oder den Spieß rumdrehen. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und sind dann gespannt auf Rückfragen, Anmerkungen jeglicher Art.